Ja, wo sind wir heute? Kennt ihr schon? Moin! Na, es dauert aber lange. Woran? Hallo, mein Gott, ist es ein bisschen früh heute für euch? Ja, wir haben... Guten Abend, der Uwe aus Thailand. Heute Big Buddha aus Pattaya. Wir machen heute einen Tempeltag. Heute hoch, Big Buddha. Halbtag. Ja, Halbtag. Ja, Tempel, Halbtag. Schwieriges Wort, habe ich aber gelernt. Und also diesen Tempel machen wir heute. Und dann fahren wir heute noch zum Tempel. Huayai. Nee. Und was ist da, wo man da unter dieser Bettlaken da, weißt du, da bist du da unter dem Bettlaken, dann kriegst du da irgendeinen Segen. Jetzt kann da. Ich mich erinnern. Ja, ganz ja. Genau. Ja, wir hatten es nämlich beim Frühstück heute ganz lang davon und ich habe nicht geschnallt, was er meinte. So, aber unter diesen großen Bettlaken da und dann hier mit dem Besentruf dann da, Säge da, Ubi et Orbi. Oder heißt der nicht Ubi et Orbi hier, heißt der anders hier. Egal, auf jeden Fall wirst du da jetzt gesegnet. Das machen wir heute und dann heute noch wichtig, ein Abonnentenwunsch. Und zwar hier mit dem Wünsche, Buddha-Figur hochheben, wünschen und dass man das dann hochkriegt oder eben nicht hochkriegt. Und das wird vor und nachher erklären, wie das funktioniert, warum die stärksten Männer der Welt das manchmal nicht hochbekommen und kleine Thai-Mäuse den dann hochbekommen. Das machen wir heute. Auf geht's. Spenden ist klar. Geld raussuchen. Spenden. Gehört dazu. Bei jedem Tempelvideo sage ich euch das. In Thailand gibt es keine Kirchensteuer. Alles, was ihr hier bei den Tempeln seht, ist alles mit Spenden finanziert. Nichts mit Steuern. Alles nur durch freiwillige Spenden. So. Und für uns gehört das auch dazu. Jedes Mal. Big Buddha, zu meinem Kumpel muss ich hoch, gell? Zu meinem Kumpel hier. Wollen die da oben schlafen? Ich weiß es nicht. Interessant. Was ist passiert? Ha? Wie? Nix. Wie schon lange leben hier? Hat Hotel oben? Ob da Hotel oben ist, weiß ich jetzt nicht. Du, vielleicht ist es ganz modern jetzt, du, dass du oben Hotel ist, du. Vielleicht hat sie sich auch verlaufen mit Google Maps hier. Mädchen, das ist falsch. Oben hat es kein Hotel. Musst du natürlich hier, wenn du da spendest hier, unter deinem Sternzeichen, wo sind wir hier? 65 Schlange. Diese. Mami. Horsch. Bei mir Schlange, bei dir Pferd. Wo haben wir denn hier? Das ist noch als Ratte. Da sind die Damen. Ja, so viele Menschen hier, so viele die Menschen oben. Hier. Die oben. Schön. So, und dann hat es hier für jeden Geburtstag, wo du geboren bist, gibt es dann eine verschiedene Buddha-Figur. Die Frau hat dann hier bitte Eier. Wie viele Stück haben wir? 20 oder was? Eier in Kochen oder nicht kochen. Ach Gott, das haben wir gar nicht gesehen. Wie Eier kochen, nicht kochen. Für Essen oder für Küken? Spenden. Die Eier. Spenden, dann wenn gibt also kann das mitnehmen für Essen oder für somebody. Ach so, für Spenden. Gut. Ist meiner. Ach, Montag. Genau. Wo, Papa, wann bist du geboren? Was habe ich denn für einen Wochentag? Weißt du das? Boah, ey, das ist jetzt eine gute Frage, du. Ich weiß es.
Ich weiß es nicht. Dienstag. Dienstag? Ja, gut. Dienstag, ich dachte auch Montag hier. Hätte ich auch daneben stellen können hier. Ich bin schon bitte fertig. Ja. Dann gib vom Leute von Eier noch ein Kochen. Okay, frische Eier. Frische Eier. Schön. Dann gib alle Leute vom Straße aus. Aha. Sehr nett. Was für ein Zufall. Montag, Dienstag. Was für ein Zufall. Deswegen bin ich immer am Schlafen, Papa. Ja, ganz genau, richtig, ganz genau. Hier. Das ist mein Ziel. So will ich mal aussehen. Ich hab's fast. Papa, du siehst aber schon so aus. Ja, ich hab's fast. Ja, genau, ich hab's fast. Nur noch nicht mit dem dicken Bauchnabel. Das habe ich jetzt noch nicht. Aber sonst... Ihr müsst ihm wirklich immer so, jeden Tag muss einer von euch so einen Kommentar schreiben. Uwe, warst du schon auf dem Laufband? So... Er muss ja da nicht rennen. Es reicht, wenn er einfach mal einen Schritt vor den anderen setzt. Ach was? Ein bisschen Bewegung im Alltag bringt. Ja. Weil sie werden ja nicht jünger. Das ist richtig, ja. Wir werden alle nicht jünger. Und aber das ist mein Ziel. Ach, herrlich, herrlich. Na, willst du auch mal deinen Schweif blicken lassen? Ja. Deinen Schweif blicken lassen, ja? Ja. Deinen Blick schweifen lassen, so ist richtig. Ach so, ich habe gerade schon überlegt, da ist so ein Fehler drin. Herrlich, herrlich. Wo ist das Kulan? Da. Wie da? Da. 7 Uhr? Da. 12 Uhr? Egal, die Porn sagt auch immer da. Ah, okay. So, da. Irgendwo da. Oh, das könnte da sein, da. Film mal nach unten jetzt. Film mal nach unten jetzt. Oh. Ja. Ja. Wie kommt das? Wie kommt das? Sag mal ehrlich, wie kann das sein? Ja, das frage ich dich ja jetzt. Ja, ich wohne nicht hier. Aber wie kann das sein, dass das so aussieht? Wo kommen die ganzen Flaschen her? Keine Ahnung. Ja. Wir machen lieber den Blick hier. Ach, ist das schön hier. Ach, ist das schön. Da, Leute jumping. Keine Ahnung. Ach so, die Seilbahn. Die Seilbahn? Hängt da einer dran? Das ist, glaube ich, so eine Fahrt. Da hängt aber keiner dran. Da war ich schon mal. Bin ich schon mal runter. Die Tage irgendwann das Thema. Das würde ich niemals hier machen, denn es hat kein TÜV. Ach, TÜV. Das sind so Worte. Ja. Das wird überbewertet. Ich war schon da, ja. Ja, von da ganz oben runter hier. Und da ganz oben runter, also hier von der Plattform. Auf jeden Fall günstiger, als wenn du das in Deutschland und Frankfurt oder so machen würdest, aber das ist also... Da war ich noch jung und knackig. Dass da halt mal ein Seil reißt, ne? Das ist noch nie passiert. Ich würde sagen, da ist noch ein Bauplatz frei oder sogar zwei. Da kann man noch was hinsetzen, oder? Ha? Das ist tatsächlich die kleine Insel da vorne. Sag ich doch. Ja, hast du nicht gesagt. Ich hab gesagt da. Nee, du hast da irgendwie gesehen. Ich hab gesagt da. Spul zurück. Ja. Schau, oder? Also das ist jetzt hier mit so einer Seilbahn runter. Mit so einer Gondel runter. Wo ist er denn? Da. Kann man sehen. Hier. Mit so einer Gondel runter. Gondel, das Wort hat mir gefehlt. Ja. So. Das kannst du machen. Boah, kann man ruhig halten, ehrlich, du, egal, ey. So. Da kommt der. Kommt noch eine runter hier. Ist richtig Betrieb heute da. Auch mit einer Gondel. Geil. Ja, was ich jetzt gemeint habe, ist, von dem Turm hier geht's runter. Und damit zum Gurt hängst du dran und dann frei schwingen, dann da oben runter springen und dann an dem Seil bis nach unten da. Das habe ich schon mal gemacht, ja. Ach, was schön. Mit Begegnung. Och, ist das schön. Oh, das hast du gut gemacht. So, da kannst du noch ein bisschen ein paar Münzen spielen da bei dem Stein, habe ich euch letztes Mal schon gezeigt. Big Buddha von hinten.
Und von vorne. Oh, schon riesig. Ne? Gewünscht. Auf geht's. Ein bisschen Wasser geben. Auch wichtig, Wasser geben. Da ist er. Da ist er, der Elefant. Der Wünsche-Elefant. Diese. Dann, diese Abonnenten hat gesagt, diese Elefant. Wünsche. So, ich habe den Monk habe ich gefragt, ob ich hier aufnehmen darf. Sagt er nein, Foto machen ja, aber nicht Video. Haben wir das natürlich respektiert. Aber es funktioniert. Malaika war beeindruckt. Malaika war schwer beeindruckt von dieser Kraft, die wohl dahinter steckt. Ja, kurz emotional. Und ja, also es wohl funktioniert soweit, ja. Ne? Also, ich bin ja wunschlos glücklich, ne, ist klar. Ne? Aber so, Gesundheit geht ja immer, ne? Das ist ja das Wichtigste ja hier in Thailand. So, also, das haben wir dann auch jetzt gemacht und wir sind beeindruckt. Jetzt fahren wir weiter zu dem anderen Tempel. Ja, Wat Pha Yai. Wat Mue Yai. Fahren wir dann dahin. Weiter geht's. Ui, hier haben sie auch einiges neu gemacht. Dem Tempel hier. Ich glaube, der war schon fertig letzte Mal. Das ist alles neu. Der ist auch neu. Der da, der ist komplett neu. Ich sag, ne, also alles nur mit Spenden finanziert, ne? Aber ich habe euch den schon mal gezeigt, den hier, ne? Ja, ja. Ich habe euch schon mal gezeigt, den. Aber wir gehen mal lieber zu dem anderen hin, der wohl neu ist. Du bist der richtige faule Hund. Du bist der richtige faule Hund hier, echte. Du bist der faulste Tempelhund, den ich je gesehen habe. Guck mal den Hund an hier. Aber schläft da oben auf der Bank. Cool. Der ist neu. Sehr schön. Malaika, wusstest du schon, dass man diese Spiegelchen hier einzeln schneidet und einzeln draufklebt, von Hand, Stück für Stück schneiden und von Hand draufkleben. Aus einer großen Platte schneiden und kleben. Alles von Hand. Von oben bis unten. Nee, von unten bis oben. Komplett. Alles von Hand. Alle. Diese hier. Alles hoch. Von Hand. Ich glaube, das ist eine Arbeit.
sehr schön gemacht. Sehr schön. Sehr schöne Arbeit. Sehr schön. Ah, hier. Krematorium. Da geht's raus. Da ist der Ausgang, da oben. Da ist der Ausgang. Versteht's? Kopf erläutert dort, ne? Sack. Sack. Ja. Ach. Wie hat Gemaro so in Badone? Ach. Hier Allgemeinspende für Leute, die wo dann kein Geld haben für eine vernünftige Beerdigung, Verbrennung, pardon. Und dann kannst du dann hier spenden allgemein für die armen Leute, die wo dann kein Geld haben für eine Verbrennung zum Bezahlen. Ach Gott, ich dachte schon, was hat jetzt aber makaber hier, makaber. So, wir gehen jetzt hier hoch. Schön, schön, schön. Haben sie ein Dach drüber gemacht. Ne? Alles machen neu, haben sie ein Dach drüber gemacht. Komplett hier, ne? Nee. War nicht da, ne? So, hier kommt dann nachher hier die Decke drüber, dann kommt dann der Segen drüber und ob wir das jetzt aufnehmen dürfen, weiß ich nicht. Jetzt hast du hier auf dem Tempel auch Fische, Vögel, Frösche. Warum? Wieso? Weshalb? So, Tauben, ja, sind so Taubenart oder was, ne? Fische, alle Sorten hier, Aale hast du da. So, und der ganze Sinn und Zweck der Übung ist jetzt, du bekommst dann da auch so ein Papier, na? Und dann kannst du die Tiere freilassen. Die kannst du dann freilassen. Hier hat man ein paar schöne Bäume. Die kannst du im Aquarium stecken. Schöne. Goldfische waren auch dabei hier. Ich dachte, hier Frösche hier. Nicht so. Und dann kannst du die freilassen. Good luck for you. Du verstehst? So, das gibt dir dann wieder ein gutes Karma. Ne? Wenn du die dann kaufst, freilässt. Die Gewächse hier, kennst ja. So. Und gutes Karma hier freilassen, die schönen Vögel hier. Und dann. Oh ja, oh ja. Gutes Karma. Mango. Was hast du denn hier noch? Ihr macht Shopping. Essen. Hast du wieder Hunger? Ja. Ach du armes Kind, tust mir so leid. Ich habe noch einen Becher in der Hand, was kann ich mit dem Becher hier? Wo ist der Mülleimer hier? Vorne hat mir den abgenommen. Dann gebe ich den vorne am besten gleich mit. Ach so, nochmal ganz wichtig, gell? Tempeltag für Frauen ist natürlich seriös anziehen. Lange Hose, Rock, Brust bedeckt, gell? Schultern bedeckt, auch noch wichtig für Frauen. Herren auch bitte Knie bedeckt. Kannst du den Hunden da, du bist ja also wirklich, gell? Du bist eine richtige Hundemama, ehrlich so. Du bist eine richtige Hundemama. Und überall hier mit QR-Code bezahlen. Toll, ne? Das ist schon wirklich, ne? Oh Gott, das sind sie. Oh, die sind ja schon richtig groß. Oh, da lang nach lag, oh Gott, ist süß. Oh, ich kann nicht. Hilfe. Die sind ja noch, die sind ja schon richtig groß. Oh, Gott, sind die süß. Ah, hallo, der hat Korn. Der hat Korn auch schon hier. Ein Spieß gegeben hier. Alle, die essen mit für. Ja, guck, hat Korn auch schon. Du bist eine richtige Hundemama, ehrlich. Mitnehmen? Ach, ist der süß. Die Weine sind so nah lachen. Oh. So durch seine.
Oh, was schön. Oh, Straßenhunde. Oh. Natürlich. Lotterie. Ich habe noch nie einen Lottoschein ausgefüllt, ne? Noch nie. In deinem Leben? Ich wollte es zu meinem 18. Geburtstag machen, habe es aber noch nie gemacht. Ich hatte in Deutschland bisher auch nur immer drei richtige. Hier hatten wir schon mal zweimal sogar 4000 Watt schon gewonnen. Zweimal schon. Bye. So, Jungs und Mädchens, das war heute ein schöner Tempeltag mit Segen. Wir haben noch einen extra Segen noch bekommen, einen Spezialsegen vom Monk persönlich mit Besen, dub drüber dann da. Besonders für Miss Malaika für ihre Ausbildung. Nochmal extra ein abgesegnet, da kann jetzt nichts mehr passieren. Gell? Ja. In den Fernsehen oder in Zeitungen mit Monk, ganz so tick. Ach so, ja, da war mal so ein Video, wo der da mit so richtig so drauf gekloppt hat, da mit brutal. Heute schön abgesegnet, ne? Also, das war's für heute. Immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn und die Malaika aus Pattaya. Und Tschüssi. Und Tschüssi. Ciao. Tschüssi.